Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei uns im Shopping-Kanal. Wir sind ja immer auf der Suche nach neuen, tollen Produkten für Sie. Und da haben wir wieder was gefunden, was Sie sicher noch gar nicht kennen. Es handelt sich nämlich um ein sogenanntes Buch. Weil so ein Buch ein unglaublich vielseitiges Produkt ist, habe ich mir natürlich wieder einen Experten eingeladen, der es zusammen mit mir Ihnen vorstellen wird. Er ist schon da. Hallo Michael. Hallo Volker, grüß dich. Hallo Michael. Mein Lieber, hallo. Michael, ich habe es schon, habe ich es übrigens richtig ausgesprochen, Buch? Ja, Volker, gleich auf Anhieb schon. Richtig. Jetzt nicht, sagen wir wie im Englischen, Batsch oder im Französischen, Büsch, sondern ein genuin deutsches Produkt, Volker, ein Buch. Bin ich froh. Michael, ich habe schon erwähnt, ein unglaublich vielseitiges Produkt, das wir Ihnen, liebe Zuschauer zu Hause, anbieten können. Vielleicht kannst du gerade mal sagen, was man damit Tolles anstellen kann. Volker, gerne. Ich muss es dir nicht sagen und auch den Damen zu Hause nicht am Bildschirm. Home Decoration und Living. Natürlich. Das ist in dieser Saison der ganz, ganz, ganz große Trend, auch bei euch im Sortiment. Und hier, Volker, haben wir einen ganz reizenden Dekoartikel für zu Hause. Richtig. Ich hole vielleicht mal ein bisschen aus, damit man sich es gut vorstellen kann. Weißt du, es gibt schon so eine richtige Fangemeinde von diesen Büchern. Ja, ja. Sehr toll. Und da gibt es jetzt auch schon eigene Möbelstücke sogar zur Aufbewahrung zu Hause. Ja. Regale heißen die da. Sehr toll. Ja. Michael, ich kann es mir ja ganz toll vorstellen. Sie kennen es doch auch, meine Damen und Herren, zu Hause. Klingelt an der Tür, man ist vielleicht nicht so eingerichtet auf Besuch, ist vielleicht nicht so aufgeräumt, macht aber jetzt nichts mehr, denn in Ihrem Regal steht dieses wunderbare Dekostück und das Erste, was Ihr Besuch sieht, wenn er bei Ihnen reinkommt, ist dieses tolle Foto. Muss ich vielleicht ganz kurz schnell einhaken, kannst du jetzt nicht wissen, aber... es ist so, es gibt schon so richtige Hardcore-Fans, wie man heute neudeutsch sagt, und die haben schon ganz viele Bücher zu Hause und heißen deswegen auch Bibliophile und die stellen sie jetzt, sagen wir, eher so ins Regal, aus Platzgründen, weißt du? Ach so, gut, aber man könnte es jederzeit natürlich auch, wenn man möchte, so reinstellen, ne? Sicher. Michael, ich habe bei mir zu Hause beispielsweise Nussbaummöbel, ja? Wird es denn farblich dazu überhaupt passen? Also Volker, Nussbaum, sagst du? Ja, ja. Ja, also, ist ja wie wenn man es gewusst hätte. Schon. Ja, weißt du, Nussbaum, das ist für mich so dieses dunkle, schwere, erdige Holz. Elegante. Kann auch elegant sein. Und da haben wir, Volker, diese Treppenmotivik eingebaut. Vielleicht zeigst du es mal in die Kamera. Also diese Treppenmotivik, die sozusagen aufsteigt von diesem schweren, erdigen, über diesen leicht bewölkten, ätherischen Himmel und dann dieses feurige, brennende Rot und dieses leichte Weiß. Volker, das bricht deinen Nussbaum auf, das nimmt ihm die Schwere. Toll, toll. Ja. Also kannst du mir richtig vorstellen, Michael. Aber da fragt sich jetzt natürlich gerade die Fernsehzuschauerin zu Hause zu Recht, wie sieht's denn da mit der Pflege aus? Ist die sehr aufwendig? Volker, guck. Ja, wie? Das ist schon alles? Gerade mal so. Das ist ja toll. Drüber. Volker, ich spreche aus Erfahrung, ich mache zu Hause selber sauber. Finde ich sehr emanzipiert von dir. Gut, und du wohnst allein, muss man vielleicht auch dazu sagen. Aber Volker, es ist wirklich, aber ich muss es einschränken. Ich weiß, man kennt mich so als ehrlichen, offenen Typen. Ist ja, uns auch hier die sehr Damen wichtig. Zu Hause. Und ich sage schon, Volker, weißt du, dass man... Wenn man zweimal im Jahr mit dem Nebelverichterläppchen drüber geht, dann wird es auch wieder hypoallergen, weißt du, die Oberfläche. Das ist schon wichtig. Gut. Michael, ich habe ja immer das Privileg, möchte ich sagen, Produkte, die wir ins Sortiment nehmen, zu Hause ein bisschen auszutesten. Du glücklicher, ja, ja, wirklich, kann man in diesem sagen, Fall wirklich. Ich in dem Michael, Fall, wo ich es auch überall dabei hatte. Ja, ja, hast du es mitgenommen? Ja, ich war damit beim Einkaufen, beim Kegeln, beim Tennisspielen. Beim Baden als Sonnenschutz sehr gut geeignet. Was du alles auch machst. Stopp, Michael. Ich höre ja gerade aus der Regie, meine Damen und Herren, unser Angebot ist schon komplett begrenzt. Also, jetzt heißt wenn Sie es noch haben zu Hause, wollen, beeilen Sie sich. Ich gebe Ihnen vielleicht gerade mal die Maße durch, damit Volker, Sie die das ist auch eine haben. Schöne Idee, Volker. Wir haben hier in der Höhe 21 cm, in der Breite liegen wir bei 13 cm und in der Tiefe, wenn Sie es gerade sehen wollen, bei 2.
8 Zentimetern. Ja, ein Gardemaß. Hm? Ja, ein großes Buch im wahrsten Sinne des Wortes. Aber immer regalkompatibel, darauf wurde geachtet. Ja. Michael, worauf wir jetzt unbedingt zu sprechen kommen müssen, ist die ganz, ganz tolle Papierqualität, die wir hier anbieten können. Ja? Es ist, ja, naja, genau. Neue Folge, bitte machen wir mal so. Folge und sag den Leuten, an was du denken musst. Ganz an ehrlich, was musst du denken? Pfirsich. Pfirsich war meine erste Assoziation. Meine auch, Volker. Pfirsich oder Nektarine, Volker. Diese Weichheit, diese Samtnis. Und, Michael, weil ich es gerade zufällig, weil ich es gerade so mache. Machst du es auch jetzt? Volker, lass mich kurz die Anekdote erzählen. Die du mir auch schon erzählst. Ganz reizende Anekdote, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren zu Hause am Bildschirm. Ich habe immer ein Exemplar auf meinem Nachtkästle liegen und jetzt... Ja, so, wenn man doch manchmal morgens noch ermattet in den Vätern liegt, wenn es noch dunkel ist, dann mache ich so, das riecht nach Wiese, nach Tau, nach Wald. Ja, nach Holz auch irgendwie. Ja, Holz ist auch drin, ist ein Naturprodukt. Ach so, deswegen. Ja, herrlich. Ich würde jetzt gern, meine Damen und Herren, zu Hause auf einen Punkt zu sprechen kommen, von dem ich aus vielen Gesprächen weiß, dass es für Sie ein Grund ist, warum Sie bei uns einkaufen. Und ich denke, das kann man mit Fug und Recht für dieses Produkt behaupten. Es handelt sich hier um eine erstklassige Geldanlage, meine Damen und Herren. Ja, Volker, da lohnt es sich wirklich, für einen kurzen Moment ernst zu werden und den Spaß beiseite zu packen. Wir befinden uns in einer Zeit, wo Wertpapiere nicht mal mehr das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt sind. Schönes Wortspiel jetzt auch, Und da haben wir doch einen schönen Brocken, wie wir bei uns daheim sagen, da ist, du weißt, auch der Altpapierpreis ist umkämpft und hier haben wir doch einen soliden Wert. Ja, und es ist ja auch limitiert. Ne? Na, es ist, sagen wir immer wieder, dann jede Auflage in sich. Genau, das wollte ich damit sagen. So, jetzt ist es soweit, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, Michael. Ja. Mein persönliches Highlight bei diesem Produkt. Bin ich Meine gespannt. Damen und Herren, schnallen Sie sich an, halten Sie sich fest, das wird Sie umhauen. Es hat mich auch umgehauen, aber es ist wirklich wahr, ich habe es für Sie getestet. Es steht hier wirklich auf jeder Seite etwas drin. Ja? Gucken Sie, hier können Sie durchblättern, es ist immer irgendwas fast, Zeichen. Sagen wir jetzt, überwiegend, Gut, überwiegend das haben wir. Das ist jetzt gut, dass du es gerade ansprichst, das habe ich mir von Experten inzwischen erklären lassen, ist, weil die Geschichte da zu Ende ist, deswegen kommt da nichts mehr. Ansonsten, meine Damen und Herren, jede Seite mit Inhalt gefüllt bei einem Preis von 14 Euro macht das 3,08 Cent pro Seite. Und da frage ich Sie doch zu Recht, wo kriegt man denn sowas heute noch? Ruhig Blut, mein Lieber. Habe ich mich jetzt fast ein bisschen echauffiert. Aber es ist so ein tolles Produkt, da muss man einfach mit Emotionen rangehen. Ja, Volker, Emotionen, lass mich noch kurz sagen, was mich emotional berührt hat an diesem Produkt. Bin ich jetzt auch gespannt. Es hat ein bisschen was damit zu tun, es steht viel drin, es sind Wörter, die bestehen aus Buchstaben, das weiß jedes Kind. Aber hier, meine Damen und Herren zu Hause, ist jeder Buchstabe des deutschen Alphabets mehrmals vorhanden. Nein, wirklich wahr? Ja. Toll. Ist ja unglaublich. Wirklich? Ja, vollkommen. Auch die Umlaute, Michael. Oho, mein Lieber. Du bist ja schon ein halber Journalist. Nein, bald. Gott, ja, übertreiben. Doch. Aber du spielst wahrscheinlich an auf Billigdrucke aus Fernost. Da gibt es ja nicht einmal Buchstaben in dem Sinn. Da haben die ja nicht. Geschweige denn Umlaute. Aber hier, wir machen die Probe aufs Exempel, Volker. Schöne Idee. Zufall? Seite 307, suchen wir die Umlauti. Die Umlauti. Büro. Ist ja auch ein sehr seltener Buchstabe in Kriminalroman, muss man auch mal sagen. Ja? Sie wollte fahren. Stopp. Oder? Michael, stopp, ich höre hier gerade aus der Regie, wir können aufhören. Wir können aufhören. Es ist ausverkauft, meine Damen und Herren. Ja, schade, wenn Sie jetzt nicht zugegriffen haben. Ich weiß nicht, ob wir es noch mal ins Sortiment bekommen. Volker, sicher nicht zu diesem Preis, das kann ich jetzt schon sagen. Wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe doch, denn etwas konnten wir Ihnen jetzt ja noch gar nicht erklären in der Kürze der Zeit, was Sie sicher auch nicht wissen, das dann beim nächsten Mal. Denn, meine Damen und Herren, Sie können dieses Buch auch lesen. Vielen Dank. Dankeschön.